Hallihallo, mit der Unity Game Engine werden eine ganze Menge Möglichkeiten für Multiplayer-Spiele gleich mitgeliefert. Da ist zwar jetzt nichts so direkt bei, was meine Tabellensynchronisation irgendwie lösen könnte, aber ich betrachte das mal so als kleine Draufgabe, wenn es mir wirklich gelingen sollte, mal diese Spielkopie auf meinem Linux-Rechner zu installieren. Ich habe mal diesen Network Manager ausprobiert und das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Wenn ich jetzt hier ein Spiel starte, wird automatisch eine Kopie von diesem Player angelegt. Der wird jetzt hier mit einem ganz einfachen Skript ein bisschen bewegt. Ist jetzt hier nicht so das Vollerbringer, aber immerhin. Und jetzt starte ich mal das zweite Spiel. Kommen irgendwo noch ein paar kuriose Fehlermeldungen, die ich aber jetzt nicht ändern kann. Die sind da irgendwie im Lieferumfang von der Unity Game Engine mit drin. Aber es funktioniert, das ist ja auch schon mal was. Das zweite Spiel darf man sich jetzt nicht vertun. Das muss jetzt als Client gestartet werden. Auch hier wird mir jetzt ein Game-Objekt angelegt. Das ist allerdings dahinter, denke ich mal. Was ist denn? Da ist es ja. So. Nee. Und wie man schön sehen kann, wird das jetzt ins zweite Spiel übertragen und hier natürlich auch. Das funktioniert ganz gut. Jetzt muss ich das nur noch eben auf einem Linux-Rechner installiert bekommen, aber ich denke mal, es könnte wohl auch in der Grafikkarte liegen, dass es nicht läuft. Das ist so ein einfaches Laptop-Teil. Ansonsten versuche ich mal so die ganzen Abhängigkeiten neu herzustellen, die da wahrscheinlich fehlt ja noch einiges. Aber soweit bin ich ja schon mal zufrieden.